Hey Leute und willkommen hier zu einer weiteren gruseligen Folge Syndrome. So, wir sollten jetzt zu Deck 5 gehen und die Kommunikation zerstören. Das machen wir natürlich sofort. Wir sind jetzt gleich auf Deck 4, ne? Nein, Deck 3 sind wir. Ich komme echt immer durcheinander mit den Decks. Hoffentlich kommt jetzt nicht wieder so ein gruseliger Typ auf uns zu. Hier muss man rein, oder? Ja, hier muss man rein. Nope, but is here. Oh, aber ich höre Geräusche. Boah, stell dich mal vor, ihr wärt der Typ, der da drin im Raumschiff ist mit diesen gruseligen Dingern. Alter. Ich würde sterben vor Angst. Deck 5 müssen wir. Auf dem Deck, wo alles anfing. Einige Türen und Computer sind mit einem Passwort geschützt. Die Codes werden normalerweise in Textprotokollen gelagert. Ja, schön. Aber bis jetzt habe ich noch nicht alle gefunden. Kommunikationssystem, wo ist denn die Kommunikation? Kommsteuerung ist Nummer 2. Ah, da links drüben. Okay, da waren wir ja schon einmal. Okay, nicht hier. Ich bin mir sicher, dass jetzt irgendwo da drüben ein so ein Typ steht. Oder mehrere. Oder was weiß ich. Vielleicht wieder der Heini mit dem zwei Schwertern. Oh Gott, wo kommt das her? Wo kommt das her? Wo? Wo schleift's? Irgendwie schleift hier. Wo? Boah, ich geh einfach schnell rein. Und dann nichts wie weg. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Da war nicht so. Achso. Oi. Ob das jetzt jemanden aufschreckt? Maybe. Now the external antenna. Die was? Die externe Antenne mit Hilfe eines Geschütztürmsteuerung. Wenn ich mich dem Typ jetzt so ansehe, dann sieht der noch normal aus. Komm schon, Chemie, Physik, Gefängnis, Krankenstand, Aufzug. Wo waren die denn? Deck 3. Na klar, jetzt müssen wir wieder runter. Ist das ein normaler Typ? What the? Ja, bleib stehen, bleib stehen. Jetzt ist er weg. Hat er was liegen lassen? Das war sicher ein normaler Typ. Ja, alles normal noch? Ja. Der kann durch Wände gehen. Das ist ein super Roboter. Magische Kräfte. Geschützt ist Nummer 5. Ah, da waren wir gerade vorhin. Also zumindest in der Nähe waren wir da. Boah, ist das jetzt... Auf jedem Deck sind die Roboter aktiv, da waren ja so viele. Zumindest sinnweise waren da viele. Okay. Dann nehmen wir ein bisschen. Ah, nicht zu viel Ausdauer verschwenden. Ja, das passt schon, das passt schon. Da ist eh schon die Tür. So, das ist auch noch alles normal. Aber bis jetzt muss ich die Waffe gar nicht noch einsetzen. Ich bin stolz auf mich. Ah ja. Oh. Okay, war nichts. Da! Das war klar. Lass mich! Oh, der ist ja bei mir drinnen! Das sind zwei! Ich will leben! Ihr Säcke!
Was ist los? Ha, ich will heilen. Ach, es ist schon wieder soweit. Speichern mal ab. Mach dir keinen Stress, Junge. Mach dir keinen Stress. Oder kann ich... Na, warte mal. Ich komme mich ins Inventar nicht rein. Komisch. Die verfolgen mich aber ganz schön lange. So, kommt hier in die Ecke, dann kann ich euch besser ausweichen. Hoffe ich jedenfalls. Wenn mir einer schlägt, dann war das für mich. Und jetzt hält wieder zurück. Boah, das ist ja nicht schnell Ausdauer regeneriert. Wieder ein bisschen laufen. Nie ganz verbrauchen. So, gibt's hier irgendwas zum Sammeln? Oder so? Turm! Okay, ja, gut. Systeme, Strom deaktiviert. Hey, wer ist das? Das ist einer! So, you're Aegon. Ah. Jimmy, I think Aegon is following me. I just saw him in a security camera. Aegon. I don't know what he wants, but it can't be good. I keep seeing him creeping around the corners. Are you sure? I thought Aegon was dead. And everyone thought I was dead too. Ja, das hätte ich mir jetzt eigentlich denken können. Scheiße. Fuck. Ich wollte die E-Mails noch lesen. Gott sei Dank habe ich vorher abgespeichert. Sie sind weg. Kann ich jetzt? Ich kann immer noch nicht. Ich kann nicht ins Inventar gehen und ich kann auch nicht H drücken zum Heilen. Komisch. Na gut, müssen wir dann ohne Inventar zum Mutter rauskommen. Du Freund oder Feind? Da ist aber nur einer. Haja, Busa! Da hat er mich voll getroffen auch noch. Und das ist Nummer 2. Dann laufen wir einmal die Runde, ne? Ganz gechillt, ganz gechillt. Ah, verdammter Dampf. So, jetzt geht's. Was? Ich dachte, das Gas wäre schon weg. Na komm, hör auf. Jetzt bin ich zweimal gestorben, das gibt's nicht. Brrr. Ah, jetzt komme ich rein. Alter Schwede. Ein Heil-Ding jetzt noch. Okay, dann ist mal mein Happy Meal. Hat nicht viel gebracht. G9 Munition, okay. Was? Also, die habe ich auch schon eingesammelt. DMP. Noch ein Big Mac dazu. Noch ein Big Mac. Oh, mein Cheeseburger noch. Und das runterspülen mit einem Milchshake. So, ich bin bereit. Das will ich nicht. So. Ich habe nur 12 Schuss, ich will die jetzt nicht verschwenden. Es kommt da gar nicht. Okay. Wo war ich jetzt? Hat er mich? Ah, was sowas von hat er mich? Oh, da geht's nichts. Wir sind beide gleich schnell.
Kann das Inventar schon wieder nicht verwenden mit Verarschen? Okay, jetzt ist es weg. Ah, jetzt geht die Falsche. Der stirbt schon irgendwann, oder? Was ist das? Hat er jetzt was gesagt? Was? Du Affe, du. Was die aushalten, Alter? Ganz ruhig. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Der will mir aber was tun. Boah. Was für Mongos, Alter. Jetzt liest du erst das hier. Jetzt sind sie alle außer Gefecht. So, E-Mail, Nachricht 1. Erstens, ich möchte dir noch einmal für die Flasche danken. Fühlt sich gut an, nach alter Zeit wieder einen zu trinken. Dadurch bemerke ich, wie sehr ich doch zu Hause vermisse. Du hast erwähnt, dass du auch 3 Seas schmuggeln kannst. Wie viel würde mich das kosten? Hey James, kein Problem. Wir werden mehr persönlich besprechen. Keine E-Mails. So, hallo Kim, ich melde mich bezüglich der Unterhaltung, die wir vor ein paar Tagen führten. Wir haben über die Möglichkeit, die Tourette-Schichtzeiten während der Inaktivität zu verkürzen gesprochen, erinnerst du dich? Ich frage mich, ob du meinen Vorschlag in Betracht gezogen hast. Wir können einen flexibleren Rotierungsplan haben, da wir keine pflichtigen Offiziere brauchen, wenn die Tourettes nicht betrieben werden. Hey James, natürlich erinnere ich mich. Leider müssen wir dem Vorgang folgen. Wir dürfen die Firmenregeln nicht brechen. Ich weiß, dass einige dieser Regeln keinen Sinn machen, doch sie wurden aus den Resultaten vieler Studien und Beobachtungen entworfen. Daher muss immer ein Tourette-Offizier anwesend sein, auch in Zeiträumen der Inaktivität. Doch eins, heute habe ich die Güter erhalten, ein wenig Geschmack von zu Hause. Ich weiß nicht, wo der Koch sie herbekommt, doch das ist mir egal. In diesem Drecksloch vergeht die Zeit viel schneller. Jeder auf diesem Schiff wird echt verrückt. Ich verlasse meinen Raum nicht ohne meine Seitenwaffe und falls irgendeiner dieser Sicherheitsaffen versuchen sollte, mir sie abzunehmen, werde ich sie erschießen. Der Koch ist spät dran. Gestern sagte er, dass die Güter heute hier sein würden. Die Schicht ist fast zu Ende und ich habe noch nichts erhalten. Ich schwöre, wenn er versucht, mich reinzulegen. Der Bastard hat mein Geld genommen und keine Güter geliefert. Ich werde es ihm zeigen. Ich weiß, dass er seinen Vorrat im Tiefkühler auf Deck 6 lagert und ich keinen Zugang hat, um hineinzukommen. Der Code ist so dämlich, dass es fast unmöglich ist, ihn zu vergessen. 3, 4, 5, 6, 7. Gut zu wissen, Deck 6, 3, 5, 6, 7. So, jetzt gucken wir das nochmal. Turm, ja, ja. Figures. Achso, kann ich nicht mehr die Dinge zu benutzen? Ah, jetzt geht's okay. Aegon. So, you're Aegon. Jimmy, I think Aegon is following me. Jetzt habe ich vergessen, wo muss ich schon mal gehen? I just saw him in a security camera. Aegon? I don't know what he wants, but it can't be good. I keep seeing him creeping around the corners. Are you sure? I thought Aegon was dead. Everyone thought I was dead too. Aegon war der Typ, mit dem wir doch einen Streit angefangen haben, oder? Die Prügelei. Was? Oder was? Dann gehen wir in die nächste Tür rein. Ah, da. Ich komme immer noch nicht in die Tür rein, das ist unglaublich. Ist noch eine Tür da? Nee, oder? Nee. Okay, jetzt kann ich, oder? Bitte nur die Präsenz des Dienstoffiziers bedienen. Ich bin Offizier. Keine Lösung zum Feuern. Feuer öffnen. Koordinaten eingeben. Bitte atmen. Administrator Key.
I need to find the turret officer. He probably has the key with him. Ah, jetzt müssen wir auf Deck 6. Wie kompliziert das ist. Du bleibst da. Du Sack, du. Habe ich dich schon? Ja, dich habe ich schon gelootet. So, immer abspeichern. Der Weg zum nächsten Speicher ist weit. Boah, ich hoffe echt, dass die Typen nicht mehr aufstehen. Sicherer wäre es, wenn die einfach in Einzelteile zerfliegen würde. So wie die anderen, die da rumliegen. Aber nö. Die kommen sicher wieder. So. Ich hoffe, Deck 6 ist nicht allzu groß. Oder gibt nicht allzu viel Sekunden. 1, 3, 5, 6. Bum, bum. Du kannst Gegenstände hier umwerfen. Ja, das hatten wir schon. Ja, viele Hinweise gibt es nicht hier. So, gucken wir uns mal an. Ja. Moment. Da war ich schon. Da war ich schon. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo der Zahlschluss war. Oh, er ist weg. Good to know. Jetzt kann ich das Zeug anladen. Aufnahmen. Hatte ich schon? Wusste ich gar nicht. Hey, war das nicht hier? Der Zahlschluss? Okay, hab mich jetzt. Ah, da auf der anderen Seite war's. Drei, vier, fünf, sechs. 7. Oh, was haben? Tipp verstecken. Was denn? Das war's für mich. Ja. Wo soll ich mich denn bitte hier drin verstecken? Du Mongo. Ich dachte jetzt, dass mit dem Zahlenschloss, da würde ich jetzt wirklich Vorräte bekommen und nicht aus, ist das schon weg. Nicht ein Schlüssel. Kann ich jetzt schon? Nein, ich kann mein Inventar immer noch nicht verwenden. Das ist echt ein bisschen buggy. Muss ich mich so wenig Leben rumlaufen? So. Also bis jetzt können wir 3, 4, 5 und 6 betreten. Also 1, 2, 7, 8. Die Hälfte haben wir bis jetzt. Wenn man alle Decks betreten kann, auch denke ich mal, dass das schon geht. Und wenn ich dann schnell da rauslaufe und da rein, das funktioniert. Reingerannt! Boah, Alter, jetzt hätte ich mich fast ein Töschen gemacht. Weit weg von den, weit weg. Boah, die Musik ist wieder so laut!
So, jetzt gehen wir hier raus. Also beim nächsten. Deck 3 war das jetzt, ne? Ja. Glaube ich halt. Deck 3 war geschützt, ja. Denke mal. Ja. Hier sind wir richtig. Und hoffentlich sind die Roboter jetzt immer noch kaputt. Aber ich speichere die vorher ab. Wieder mal. So, bin laufen, bin schneller. So, und mittlerweile kann ich das auch schon wieder verwenden. Das ist ja Wahnsinn! Wollte ich ein bisschen sortieren jetzt. MP-Munition. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Okay. Also ein Medikit und dann war es das mit den Heilen. War nicht so gut. Boah, bitte lass ihn tot sein. Bitte lass ihn tot sein. Hahaha, sind weg, okay. So, was ist noch was oder darf ich jetzt nicht schießen? Bitte noch. Bitte noch einen Schuss eingeben. Ja. Wie mache ich das? Hä? Die kann ich aber so nicht auswählen. Keine Lösung zum Feuern. Wir haben aufnehmen. Bitte nicht ohne die Präsenz. Ja gut, ich habe ja die Karte. Muss ich die irgendwo anders hier reingeben? Wäre unlogisch. Ja, nicht. Das denn? Na, das nicht. Sag ich, ist das jetzt auch ein Fehler? Nein, hier. Da muss ich reingehen. Okay, let's aim this thing. Das ist es, oder? Noch was? The comms are down. I think we can finally breathe a little. At least no more soldiers will be coming. Yeah, that's... Well, how long until we reach our destination? The ship is moving to Cathar. Closest colony with a spaceport, but we're running at minimal speed. It'll be at least 6 months until we get six there. Months. 6 months at minimal speed, but we can boost the thrusters. Tell me what to do. Steige die Steuerraketen mit im Maschinenraum Deck 3. Das ist ganz rechts. Ah ja ja. Das war der einzige Raum da unten, wo ich noch nicht war. Na gut, dann gehen wir dahin. Laufen wir mal ein bisschen wieder. Sport betreiben. Bin mir sicher, dass jetzt wieder die Monster auftauchen. Ich bin mir gespannt, ob die Soldaten auch mal auftauchen und mich umbringen wollen. Gibt ja noch zu wenig Feinde, die das wollen.
Da war doch der zwei Schwerter, Henny. Sieht nicht so aus, dass er noch da wäre. Oh, das sieht ja schon mal beruhigend aus. I smell gas. There's no way I'm getting inside. Ja, klar, ne. Beseitige Giftgas in mit Hilfe eines Wartungsroboters. Wartung ist Nummer 10. So, da hier um die Ecke und dann nach links. Dann lassen wir das Licht an. Kryofluid. Droidenwartung, okay. Der hat gerade einen gekillt. Was ist denn jetzt los? Giskas Leck 3. Go on, do your thing. Ja, aber nur Gas beseitigen, sonst nichts. Immer rückbleiben, Junge. Sieht nicht aus, als ob der kommen würde jetzt. Boah, der Typ ist laut. Viel Glück. Darf ich schon nach? Nö, oder? Denke nicht. Ich warte hier noch. Okay. Inzwischen sage ich mal danke fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Tschüss.